Der Rotmilan bemerkt einen Waldbesucher sofort. Diese besondere Begrüßung auf der dritten Exkursion in den Märchenwald erinnert an das lebendige Netzwerk der Natur und den etwas anderen Informationsfluss hier. Ja, wer weiß, vielleicht hat das Rufen dieser Späher sogar den Zweck, auf die Situation der Märchenwaldbewohner aufmerksam zu machen und auf die Dringlichkeit der Lage hinzuweisen. Manchmal wird das Argument eingebracht, dass das Bildmaterial, mit dem der Märchenwald vorgestellt wird, einen falschen Eindruck vermittelt, weil Bäume aus dem Urwald Sababurg gezeigt werden und dieses kleine Schutzgebiet nicht dem normalen Wald entspricht. Das stimmt, und natürlich soll es hier nicht um solche speziellen Gehege gehen, sondern darum, gerade den normalen Wald mehr zu schätzen und Bestände vor der Zerstückelung zu bewahren. Daher geht es diesmal in einen unbedeutenden Bereich des Märchenwaldes, obwohl auch das inzwischen schon fast als Besonderheit gesehen werden kann, weil es ja kaum noch solche vergessenen Regionen gibt, wo man nicht auf breit gefahrenen Schneisen durch den Wald geführt wird, sondern auf einfachen Fußwegen in ihn hineingehen kann. Der Weg hier führt entlang dem Grundbach, einem Gewässer im Kaufungerwald, das dem Steinberg entspringt, also aus dem Untergrund des Frau-Holle-Landes kommt und somit vielleicht auch als Ausläufer des sonderbaren Brunnensystems betrachtet werden kann, welches in diesem Märchen erwähnt wird. Es mag keine bedeutende archäologische Stätte sein, aber trotzdem ist es ein Tor zu Geschichten aus der Geschichte. Obwohl es nicht als Biotop klassifiziert ist, befinden sich jedoch urige Bäume, wie im Urwald und wie in einem Tierpark kann man auch seltenen Tieren begegnen, nur ohne Gehege. Je nach Bedarf kann das Gelände als Abenteuerspielplatz, Kulturlandschaft, Kurpark oder Barfußpfad verstanden werden und vieles mehr. Es ist schon seltsam, dass, wenn ein solches spezielles Motto hervorgehoben wird, ein Gebiet mehr geachtet zu werden scheint. Fast so, als würde der Betitelung mehr Bedeutung beigemessen wie der Begebenheit selbst. Zeitgemäß könnte vielleicht ein Umbenennen des Waldes in CO2-Transformator oder Klimastabilisator womöglich wahre Wunder wirken. Auf jeden Fall ist das Besondere an einem normalen Wald die Fülle an Möglichkeiten, die in diesem vielschichtigen Netzwerk verborgen liegt, und die individuelle Freiheit, daraus zu schöpfen. Eine interessante Stelle am Grundbach ist das Klingelloch. Ursprünglich ein kleiner Raum in der Felswand, groß genug, um darin zu sitzen und dem Bach zu lauschen. Inzwischen ist das Klingelloch verschlossen und hat nur noch eine Öffnung für Fledermäuse. So wie es aussieht, sind aber gar keine hier, und die Öffnung ist noch groß genug für die Kamera, sodass man auf diesem Weg dem Klangphänomen auf die Spur gehen kann. Eine Veränderung vom Klang innen und außen lässt sich so vielleicht schon feststellen.
Die Akustik des Bachverlaufs ist wirklich beeindruckend. Wenn man auf den Klang des Wassers achtet, klingen unterschiedlichste Gedanken an. Ist nicht alles eine Form von Klang? So wie Glas, das bei entsprechender Tonlage zerspringt, kann Klang in die Tiefe gehen und die Schwingung im Kern der Materie auf unterschiedlichste Weise berühren. So mag der Klang des Grundbachs auch an die alte Idee von sprechenden Gewässern erinnern, wie man es zum Beispiel aus Grimms Märchen Brüderchen und Schwesterchen kennt, wo das Wasser nicht nur spricht, sondern Träger von Informationen ist, die man aufnehmen kann und die sich sogar körperlich auswirkt. Ähnliche Vorstellungen spiegeln sich in Legenden über Jungbrunnen oder der sagenumwobenen Quelle des Lebens wider. Während solche Erzählungen in Form von Geschichten auf die besonderen Eigenschaften von Wasser hinweisen, zeigen moderne Forschung, wie zum Beispiel die Experimente von Dr. Masaru Emoto, dass Wasser in der Tat die ganz erstaunliche Fähigkeit hat, Informationen zu speichern. Dabei wird deutlich, dass die Wirkung von Wasser nicht nur durch den Gehalt von Mineralien und solchen Inhalten bestimmt wird, sondern noch ganz andere Faktoren ausschlaggebend sind. Wer diese Studien noch nicht kennt, findet weiterführende Links dazu in der Beschreibung unter dem Video. Das Thema ist wirklich wichtig, weil ja auch der eigene Körper zum Großteil aus Wasser besteht. Mit ziemlicher Sicherheit gibt es gerade, was die Fähigkeit der Informationsspeicherung betrifft, hier noch einiges zu entdecken. Doch erstmal zurück zum Märchenwald. Am Grundbach wurde nicht nur das Klingelloch verschlossen, an manchen Stellen ist sogar der Bach selbst bereits verschüttet. Vielleicht kommt das durch den Verlust an Bäumen. Ja, die Situation des Waldes wirkt nicht überall beruhigend und einiges erscheint recht merkwürdig. Wenn man bedenkt, dass durch die Stürme, den trockenen Sommer im letzten Jahr und die Borkenkäfer so viele Bäume gefallen sind, sollte man doch meinen, dass die Ernte recht üppig war und man froh über jeden kräftigen Baum ist, der trotz allem noch feststeht. Warum sind so viele Bäume markiert? Für den einfachen Spaziergänger sind die Zeichen im Wald nicht unbedingt verständlich und die Vorgehensweise oft unbegreiflich. Während einst Wurzeln als Netzwerk verstanden wurden, die einem Hang Halt geben, werden heute Bäume zur Hangsicherung entfernt. So scheint es verschiedenste moderne Kriterien zu geben, die nun Roden aus vielerlei Gründen befürworten. Im Zuge der Vorbereitung für 5G vertreten einige die Meinung, dass Bäume auch aus diesem Grund weichen, weil das Astwerk wohl die Verbreitung der Funkwellen behindert. Ein Link zu diesem Thema befindet sich ebenfalls in der Beschreibung. Und natürlich fragt man sich schon, was denn diese Apparaturen überhaupt im Wald zu suchen haben. Im ersten Beitrag konnte man schon sehen, wie Funkmasten zusammen mit den Windrädern in den Geopark gepflanzt wurden. Und es sind nicht die einzigen. Technik ist ein Werkzeug und kann sicherlich sehr sinnvoll eingesetzt werden. Wüsten begrünen und vieles mehr, was das Leben unterstützt. Gerade der Boden und die Gewässer sind eine wichtige Grundlage. Aber für den neuen Windpark, der im Kaufunger Wald neben dem Hochmoor-Hühnerfeld geplant ist, sollen nicht nur noch mehr Bäume gerodet werden. Das Projekt beinhaltet auch die Versiegelung von fruchtbarem Boden mit massig Stahlbeton, denn die großen Anlagen müssen ja auf einem stabilen Sockel stehen, der entsprechend tief ins Erdreich eingelassen wird. Da sich das Ganze im Bereich eines Wasserschutzgebietes befindet, sollen die Gewässer eben einfach umgeleitet werden, neu kanalisiert. Eine etwaige Beeinträchtigung des Bodens und der Wasserqualität scheint dabei offensichtlich nicht gesehen zu werden.
Dazu kommt, dass Auswirkungen von Frequenzen wie der Infraschall bei Windrädern oder die Mikrowellen von Funktürmen ohnehin eine Art Tabu zu sein scheinen. Es geht dabei also nicht nur um den Wald und die Umgestaltung der Landschaft, sondern auch um die wenig berücksichtigte Bedeutung dieser Schwingungen für das Leben. So hat die Erde ihren Puls, die Schumann-Frequenz, und die eigene Wahrnehmung steht hier in einer besonderen Beziehung. Wenn die Hirnstromfrequenz tiefer als die Frequenz der Erde fällt, so führt dies in Bereiche der Traumerfahrung und weiter hinab in den Tiefschlaf. Wenn die Hirnstromfrequenz in die höheren Bereiche geht, dann ist die Aufmerksamkeit auf den äußeren Erfahrungsraum gerichtet und wird als Wachzustand des Bewusstseins bezeichnet. Die oberen Werte hier entsprechen einem gestressten Geisteszustand. Jeder kennt diese unterschiedlichen Erfahrungsebenen. Schon morgens beim Aufwachen und auch abends, wenn man sich schlafen legt, wechselt man von einem Frequenzbereich in den anderen. Dieser praktische Bezug mag hilfreich sein, um die Bedeutung dieser Thematik vielleicht besser erfassen zu können. Aber Frequenzen äußern sich auch in den Rhythmen des Atems und der Herztätigkeit. Hier spiegelt sich die emotionale Stimmungslage wider. So gibt es verschiedenste Rhythmen, die verdeutlichen können, dass biologische Vorgänge einer fein abgestimmten Melodie gleichen. Beobachtet man die Wirkung unterschiedlicher Tonhöhen auf einen Wassertropfen, wird die formgebende Eigenschaft von Schwingung deutlich. Auch in Bezug auf den eigenen Körper kann es durchaus einen Unterschied machen, ob Frequenzen mit organischen Strukturen harmonisieren oder ob es sich um Klangformen handelt, die nicht mit der Formgebung des Körpergewebes korrespondieren und somit doch Gewebefunktionsstörungen begünstigen würden. Wie es sich mit der Harmonie bei der Kombination von Infraschall und Mikrowelle verhalten mag, da kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Eigentlich braucht es kein Klingelloch. Überall und jederzeit ist die Möglichkeit gegeben, dem Geheimnis des Klangs auf die Spur zu gehen, auf die Sprache des Herzens zu achten und sich mit dem Fluss des Lebens zu verbinden. Ja, wenn man das nicht alles nur für ein Märchen hält. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute erstmal. Tschüss.